Erste Tochter Big verrät, Hillary Burton verlor mehrere Babys. Eine weitere Promi-Lady teilt ihr hartes Los mit ihren Fans. Am Wochenende machte der Originalstar Clara Holt, 29, den Anfang, als sie offenbarte, ihr Baby in der Schwangerschaft verloren zu haben. Jetzt nutzt Ex on the Trail-Darstellerin und Moderatorin Hillary Burton, 35, einen freudigen Anlass dazu, gleichzeitig von schmerzhaften Erfahrungen zu berichten. Sie verband die Veröffentlichung des ersten Bildes ihrer neugeborenen Tochter mit der Verkündigung, sie hat mehrere Fehlgeburten erlitten. Bei Instagram teilte die Ehefrau von The Viking Dartstar Jeffrey Dean Morgan, 51, eine süße Fotokollage ihres Töchterchen. Dazu schrieb eine ausführliche und bewegende Botschaft, die den langen Weg zu ihrem zweiten Kind erklärt, Jeffrey und ich haben lange auf dieses Baby warten müssen. Vor anderthalb Jahren war ich das erste Mal schwanger. Ich habe ihn an Weihnachten mit CA-Hackstiefelchen überrascht und wir haben geweint. Wir haben gefeiert. Wir haben Namen ausgesucht. Und dann haben wir das Baby verloren. Viele Verluste folgten, und wie so viele Paare wissen, war es herzzerreißend. Es ist immer noch herzzerreißend. Eigentlich sollte unser 2010 geborener Sohn schon viel früher ein Geschwisterchen bekommen. Doch es wollte einfach nicht klappen. Fünf Jahre lang litt er darunter, dass alle Celebrity-Frauen um sie herum ständig Nachwuchs zu kriegen schienen, ihr das zweite Wunschbaby dagegen verwehrt blieb. 2017 war es dann endlich wieder so weit, war schwanger. Als diese Schwangerschaft begann, waren wir vorsichtig. Ich wollte sie nicht feiern. Ich wollte keine Barbie-Party. Ich habe täglich ihre Herztöne überprüft, bis zu dem Tag, an dem sie zur Welt kam. Und jetzt, da sie hier ist, starre ich sie jeden Tag verwundert an. Ich sehe sie im Arm ihres Papas und nehme nichts mehr für selbstverständlich. Sie schreit wie am Spieß und ich lächle, weil sie so lebendig ist, beschrieb die 35-Jährige das Wunder, endlich Mutter von zwei Kindern zu sein.